Hallo Freddy. Tschüss Wilma. Was ist los mit dir, Freddy? Ich freue mich, dich zu treffen und du sagst zu mir Tschüss? Genau, weil ich jetzt gehe. Ich gehe fort. Fort von zu Hause. Nein, Freddy, das kannst du nicht machen. Du kannst doch nicht fortlaufen. Was ist denn passiert? Gestern hatte ich Streit mit meiner Mama. Immer meckert sie herum, dass ich endlich mein Zimmer aufräumen soll. Heute hatte ich Stress mit Papa, weil ich ihn schon wieder in seinem Arbeitszimmer gestört habe. Er hat ganz ärgerlich gesagt, raus jetzt, ich muss mich konzentrieren und arbeiten. Und nun reicht's mir. Ich habe meine Sachen in meine Tasche gepackt und nun gehe ich fort. Du gehst wirklich fort? Ja, ich gehe ganz alleine in die große, weite Welt. Und dann kann ich machen, was ich will. Sag mal, hast du keine Angst? Schon ein bisschen. Aber ich war so bockig zu meinen Eltern. Die haben mich bestimmt nicht mehr lieb. Und wahrscheinlich sind sie auch froh, wenn ich fort bin. Ach, das glaube ich nicht. Freddy, du hast da nicht richtig nachgedacht. Es gibt bestimmt eine Lösung, dass du dich wieder mit deinen Eltern verträgst. Du kannst doch nicht einfach weggehen. Du siehst so traurig aus. Deine Eltern machen sich bestimmt große Sorgen um dich. So geht das nicht weiter. Meinst du, Papa und Mama mögen mich immer noch, auch wenn ich so bockig war? Na klar. Bei mir gibt es daheim auch manchmal Stress. Ich sag dann zur Mama oder zum Papa, dass es mir leid tut. Und dann? Dann ist alles wieder gut. Das ist ja eine super Idee. Dann gehe ich doch nicht fort. Ich gehe zu meinen Eltern und entschuldige mich. Und ich nehme mir vor, dass es nicht gleich wieder Streit gibt. Genau so machst du's. Weißt du, die Idee mit den Entschuldigen habe ich nicht selbst erfunden. Die habe ich in der Bibel entdeckt. Hallo Kinder. Hallo Kinder. Wir haben heute ein paar Bällchen dabei. Können wir mal probieren, ob er den Weg findet im Labyrinth? Genau, super. Ganz prima. So einfach ist es nämlich gar nicht. Jetzt kann der Benjamin vielleicht mal nachzeichnen. Weil auf den ersten Blick sieht man doch gar nicht den Weg, ne? Wenn man da so drauf schaut. Ich glaube nicht. Und vielleicht könnt ihr euch mal überlegen, was denn dieses Labyrinth mit unserer Geschichte zu tun hat. Elias, hast du eine Idee? Vielleicht ist es auch nicht immer einfach, den richtigen Weg zu finden oder den Weg zu Gott zu finden. Kann das sein in unserer Geschichte? Ja. Auch in unserer Geschichte geht es um einen jungen Mann, der den richtigen Weg finden muss. Und es geht um seinen Vater. Jesus hat die Geschichte erzählt. Das hier ist der Vater. Und der Vater hat ein schönes, großes Haus. Und ganz viele Tiere. Der Vater ist nämlich ganz reich. Und der Vater hat zwei Söhne. Eines Tages kommt der jüngere Sohn zu seinem Vater. Der Sohn sagt, Vater, ich muss mit dir reden. Schau, ich bin schon groß und ich möchte rausgehen in die Welt. Hier ist es mir viel zu langweilig. Kannst du mir Geld geben? Mir gehört doch später sowieso ganz viel von allem, was du besitzt. Der Vater ist sehr traurig, wenn der Sohn weggeht. Wird der Vater dann seinen Sohn auch sehr vermissen? Aber der Vater gibt seinem Sohn das Geld. Der Sohn packt seine Sachen. Er nimmt einen großen Koffer mit. Der Sohn geht weit weg, ganz weit in ein anderes Land. Und er findet das Reisen sehr schön.
weil es unterwegs sehr viel zu sehen gibt. Er findet ganz viele neue Freunde. Sie feiern Feste. Der Sohn bezahlt alles. Er hat ganz viel Geld. Er lädt seine Freunde ein. Er sagt: Komm, ich lade euch zum Essen ein. Das braucht ihr nicht bezahlen, das bezahle ich. Doch eines Tages ist das ganze Geld weg. Der Sohn kann seine Freunde nicht mehr einladen. Er sagt: Tut mir leid, ich habe kein Geld mehr. Und die Freunde gehen weg von ihm. Ich glaube, die Freunde waren gar keine richtigen Freunde. Nun ist der Sohn alleine und der Sohn hat kein Geld mehr. Er kann sich nichts mehr zu essen kaufen, noch nicht mal ein Brot. Aber er hat auch so großen Hunger. Der Sohn fragt einen Mann: Kann ich bei dir arbeiten? Bitte, ich habe kein Geld mehr. Der Mann sagt: Na gut, du kannst auf meine Schweine aufpassen. Und so passt der Sohn auf die Schweine auf. Hier ist es ganz schön dreckig. Puh, die Schweine stinken. Und der Sohn hat immer noch so großen Hunger. Er würde so gern etwas vom Schweinefutter essen. Aber das darf er nicht. So sitzt der Sohn bei den Schweinen und denkt nach. Jetzt findet er es ganz schön blöd, dass er von seinem Vater weggegangen ist. Bei seinem Vater ging es ihm doch so gut. Er hatte Essen und Trinken und der Vater ist nett. Der Sohn überlegt: Ich war wirklich dumm, wegzugehen. Ich gehe zurück zu meinem Vater. Sicher wird mein Vater sehr böse auf mich sein. Nee, der ist nicht böse. Ich habe ja das ganze Geld ausgegeben. Aber bei meinem Vater ist es sicher besser als hier. Der Sohn steht auf, er geht zurück. Er macht sich auf den Weg zu seinem Vater. Aber er hat Angst. Was wird sein Vater sagen? Ob er sehr schimpft, weil der Sohn alles Geld ausgegeben hat und gar nichts mehr hat? Der Sohn ist nicht ganz zu Hause, aber er sieht schon von Weitem seinen Vater vor dem Haus. Was meint ihr, Kinder? Was wird wohl der Vater zu ihm sagen? Wird er schimpfen? Nein, ich glaube nicht so schimpfen. Vielleicht ein bisschen. Ja, könnte man sich vorstellen, dass er ein bisschen schimpft, gell? Weil er ja das ganze Geld ausgegeben hat. Ich denke, dass er auch ein bisschen schimpft. Jesus erzählt, als der Vater den Sohn sieht, freut er sich. Er freut sich sogar sehr. Der Vater läuft dem Sohn entgegen und nimmt ihn ganz fest in den Arm und drückt ihn ganz fest. Er muss vor Freude sogar weinen. Der Sohn sagt: Vater, es tut mir leid, ich habe einen Fehler gemacht. Es war so dumm, dass ich weggegangen bin. Nun habe ich gar nichts mehr. Darf ich bitte wieder zu dir zurückkommen? Der Vater ist gar nicht ärgerlich auf seinen Sohn. Er ist einfach nur froh, dass der Sohn zu ihm gekommen ist. Der Vater macht ein großes Fest, weil er so froh ist, dass der Sohn wieder zu Hause ist. Jesus hat gesagt: Gott ist wie dieser Vater in unserer Geschichte. Gott freut sich über alle Menschen, die zu ihm kommen. Gott freut sich so sehr, wenn wir ihn Vater nennen. Ja, die Geschichte, die wir gerade gehört haben, hat Jesus erzählt. Und Jesus sagt: Gott ist wie ein Vater, der uns immer lieb hat, auch wenn wir etwas falsch gemacht haben. Und vielleicht wollen wir miteinander beten. Wollt ihr mal eure Hände falten? Ja. Ja. Lieber Gott, lieber Gott, du hast uns lieb, auch wenn wir einen Fehler machen. Wir dürfen immer wieder zu dir kommen. Wir danken dir dafür. Danke, dass wir deine Kinder sein dürfen und es wirklich sind. Amen. Amen. Amen.
Gottes Liebe ist so groß, dass er uns seine Kinder nennt. Und wir sind es wirklich. Seine Kinder. Seine Kinder.